So, seit ein paar Tagen steht diese Dose hier. Wie immer in einem total professionellen Setting, wie ihr seht. Nicht. Diese Dose beinhaltet die Sonderedition von Look Fantastic mit Omorovicha oder so ähnlich. Ihr wisst schon. Die bulgarische Marke mit dem Thermalwasser. Diese Dose gibt es seit ja, ungefähr einer Woche bei Look Fantastic für 109 Euro und ein paar zerquetschte. Und normalerweise hätte ich als Abo von Look Fantastic Boxen einen Reduziergutschein gehabt, aber da meine E-Mail bei denen gekillt ist und man da die E-Mail nicht wechseln kann, kriege ich die natürlich nicht. Davon abgesehen, dass mir eine gute Bekannte mitgeteilt hat, dass die jetzt nach fast einer Woche, nachdem die schon draußen ist, jetzt erst bei ihr angekommen ist. Es hätte sich gelohnt, weil diese Box ist echt teuer. Sie kostet, wie schon gesagt, 109 und ein paar zerquetschte. Und wenn man diesen Code einlöst, den man als Boxen ne, hat, dann sind es 20 Euro weniger. Das ist eine Hausnummer. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Anstatt 109, 100 ist es 89, ne? Egal. Jedenfalls, die wollte ich unbedingt haben, weil ich habe nämlich die erste davon schon gehabt. Die war von 2019. Nun. Dementsprechend kann ich ein paar Vergleiche ziehen. Der Inhalt ist gut, sage ich jetzt schon vornherein, sonst hätte ich die nicht bestellt. Es sind drei Full-Size drin, die ich unbedingt haben wollte und die mich locker fast das Dreifache gekostet hätten, wenn ich das einzeln bestellt hätte. Dementsprechend ist das sehr schön, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht, weil ich ja wie immer mit professionellem Licht hier sitze, aber hier sind überall Flecken drauf. Auf dieser Box. Die Flecken sind vom Heftchen, was außen da drauf lag, mit der dunklen Seite auf dem hellen und das hat abgeschabt. Dementsprechend hast du hier Flecken. Ist ja nur die Verpackung, ne? Aber schon mal nicht so dolle. Dann fangen wir weiter an. Ich habe das übrigens, ich habe es nicht geschafft. Also die Box ist auch tatsächlich kleiner als die alte. Ich kann ja gleich mal versuchen, noch, wenn ich daran denke, die andere daneben zu stellen, damit ihr den Unterschied seht. Ich habe es nicht mehr geschafft, die Sachen tatsächlich so einzupacken, dass ich die Dose richtig schließen kann. So, zweite ist. Das ist okay. Das ist okay. So, wir ignorieren, dass auch hier Flecken drauf sind. Da kommen wir später zu. Dass sie ein bisschen angedutscht sind, wenn sie in so eine winzige Dose gequetscht werden, obwohl, wie man sieht, ne? Lassen wir das. Aber Omorovicha ist eine super teure Marke. Die haben immer diese Umverpackung. Sie haben innen drin so eine wirklich hochwertige Verpackung. Ja, und irgendwo ist da auch garantiert noch ein Scheinchen drin, weil scheiße teuer. Die zwei sind ganz normal eingepackt. Dann fängt das an. Das dritte Full-Size-Produkt kommt ohne Umverpackung daher. Ist gut verpackt, keine Frage. Es ist Popfolie. Ich habe sie auch noch gar nicht ausgepackt. Wie man sieht. Wenn ich es was sehen lassen würde, anstatt es so an der Rand zu ziehen, dass man es nicht sieht. Also ist gut verpackt. Die übrigens die ist dementsprechend auch angepasst. Nicht wie bei anderen, es ist tatsächlich hochwertiges Glas. Die Pumpereien von denen und auch die Sprühköpfe sind hervorragendst. Ich habe schon ein paar von denen leer gemacht und dementsprechend habe ich die auch behalten, weil die einfach Luxus sind, sogar wenn sie leer sind. Wenn man da andere Sachen reinfüllt, ist es purer Luxus. Ganz einfach. Also, hier fehlt die Umverpackung. Es fehlt der Deckel, der normalerweise dazu da ist. Gott sei Dank hat das hier so ein,
Drehklick-Ding. Dementsprechend ist das nicht, ne, in irgendeiner Form aufgegangen. Aber ich finde, das ist schon ein Minuspunkt. Dann gibt es noch mal ein Zeug. Das ist eine kleine Größe. Mit einer Maske, meine ich. Yep. Nein, das ist das Cleansing Balm von denen. In einer kleinen Größe von, keine Ahnung was, 15 Milliliter. Ist immer noch scheiße teuer. Egal, welche Größe das Ding hat. Ne? Aber auch hier Umverpackung nada. Dann gibt es noch eine Reisegröße von einem Cleansing Foam. Der ist schön, den mag ich. Ich habe gerade irgendwie die Mut. Es gibt dann so eine Schlammseife, die ist nicht gut. Also die gefällt mir tatsächlich nicht. Aber das erzähle ich, wenn sie leer ist, und dann werde ich darüber herziehen. Der ist gut, der gefällt mir, und 30 Milliliter ist auch eine schöne Größe. Und auch hier nicht billig. So. Und dann kommen wir zum nächsten. Das ist das letzte, was da drin ist. Quatsch. Zeigte sie und meinte ganz was anderes. Nein, das ist das letzte, was da drin ist. Und es kam genau so an. Nein, es kam nicht genau so an. Es kam an. So kam es an. Offen. Jetzt habe ich das Schwein, dass es wohl nicht lange offen war, weil, wie man sieht, ist die Creme scheinbar noch sehr frisch und cremig. Aber sie war offen, unverpackt, keine Noppenfolie, nichts. Das sind übrigens auch die Flecken, die überall hier verteilt sind, von der Deep Cleansing Maske, die auch scheiße teuer ist, auch wenn es nur 15 Euro ist. Mein Gott, wie oft habe ich heute dieses Frikalwort benutzt und sehe gerade, was ist denn da passiert? Oh, fuck. Naja, das muss ich mir gleich angucken. Ja, und auch das da ist lächerlich. Das hat so viel Sinn wie Marabu-Federn. Ich glaube, die hätten sogar noch mehr Sinn gehabt als das da. Es war alles in einer Ecke gequetscht und alles andere war da rum. Also erzählt mir mal bitte, was da schützen soll. Nix. Übrigens, ich habe festgestellt, ich habe mich geirrt. Die Dose ist genauso groß, die alte, wie diese. Da waren wohl andere Produkte drin. So. Das ärgert mich. Es ärgert mich. Es ärgert mich, dass für ein Ding so viel schiefgelaufen ist. Na klar, das sind so Kleinigkeiten wie hier, ne, dass der Deckel verschmutzt ist, dass hier die Verpackungen fehlen. Aber das hier, dass das nicht eingepackt war, dass das aufgehen konnte. Bei so einem hochpreisigen Produkt und bei so einer hochpreisigen Box ist einfach nur Mist. So. Davon abgesehen, dass ich eben 20 Euro mehr zahlen durfte, obwohl ich es eigentlich, ja, als aber, ihr wisst schon, man merkt schon, mir geht vor Entrüstung die Luft aus. Gut, jetzt kommen wir mal zum Positiven. Außer, dass der Kater jetzt gerade vor meiner Wohnzimmertür steht und meckert. Moment. Wo war ich, bevor mich mein Kater unterbrach? Wir kommen zu dem Positiven. Das Zeug ist teuer. Und es ist leider gut, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Ich habe nämlich vor kurzem erst angefangen, die Sachen von der letzten Box zu benutzen. Und leider musste ich feststellen, sie sind nett. Sehr nett. Wie schon gesagt, diese drei Dinge waren der Grund, warum ich die Box gekauft habe. Hier, wie schon gesagt, ist eine Seife fürs Gesicht. Die ist gut, die ist okay, damit kann man super, funktioniert wirklich gut. Was ich nicht empfehlen kann, ist übrigens immer verschlossen,
Was ich nicht empfehlen kann, ist das Cleansing, Moment, wo hatte ich es denn gesehen? More Cream Cleanser. Den kann ich nicht empfehlen. Erstens, schäumt er nicht. Das ist für Leute, die nicht schäumende Produkte nicht nichts mit anfangen können, schon ein Ausschließungsdings. Zweitens hat er unheimlich viel irgendwas Pfefferminzartiges drin, was ich als sehr unangenehm empfinde. Und drittens hinterlässt er einen Fettfilm irgendwie auf der Haut. Also ist na gut, der Fettfilm, den hätte ich auch okay, mit dem wäre ich mit klargekommen, auch damit, dass das Ding nicht schäumt. Aber diese völlige Überhäufung mit pfefferminzartigen etwas ist für meine Gesichtshaut, es geht gar nicht. Ich bin froh, wenn das Zeug leer ist. Für so ein Zeug, was mit 150 Milliliter 65 Euro kostet ungefähr, ne? Nicht so gut. Gut. Aber der ist gut. Der ist okay. Damit kann man sehr gut leben. Nächstes. Der Balm, der, ne, Sauberkeitsbalm hier, der ist ja auch sehr, ihr könnt es nicht riechen, ihr seht, das ist so ein festes Zeug. Das ist ja gut, ist okay, ist aber auch jetzt nicht das, wo ich jetzt vor Begeisterung durch die Gegend springe, wird aber mein Make-up abmachen und ich denke, riechen tut er übrigens nicht. Ja, guckt. Seht ihr? Das schmilzt dann so. Ja, also dementsprechend kann man Make-up sehr gut damit entfernen. Und jetzt hat es einen leichten blumigen Geruch. Jetzt benutze ich es einfach anstatt einer Handcreme. Funktioniert auch. So. Das hier ist eine Maske. Ich glaube, die hatte ich noch nicht. Die ist mit, wie wir ja schon gesehen haben, auch mit Schlamm, wahrscheinlich mit Thermalschlamm. Wird eine Reinigungsmaske sein. Ist okay, Moment, ich habe sogar die Preise rausgesucht, ich Idiot. Moment, was haben wir denn hier? Die Deep Cleansing Mask, 50 Milliliter, kosten 81,45. Hier sind drin 15 Milliliter. Das dürft ihr euch dann selber ausrechnen. Ne? Oh, nicht billig. Dann, was habe ich denn als nächstes gefunden? Da. Den hier habe ich tatsächlich als Reisegröße gefunden. Der kostet 23,45, so wie er ist, mit 15 Milliliter. Das ist der Cleansing Balm. Das hier ist gerade ein bisschen runtergesetzt und kostet runtergesetzt 83,89. Sonst kostet der 110 und ein paar zerquetschte. Noch Fragen? Mhm. Und das Blöde ist, er ist gut. Er ist wirklich gut. Er gefällt mir unheimlich gut. Deswegen habe ich mir das hier gekauft. Dann hätten wir hier noch einen Mist. Den fand ich übrigens sehr interessant. Als ich den zum ersten Mal benutzt habe, weil ich am Anfang echt gedacht habe, wie benutze ich den denn überhaupt? Und ich habe ihn tatsächlich als Serum benutzt. Hier übrigens, ne, Fallzettelchen und so. Ihr seht, gut verpackt. Deswegen ist das nicht lächerlich. Also extrem gut verpackt. So, das ist ein Wässerchen mit Ölanteil, den man schütteln muss und dann sprüht man den. Der hat den perfektesten, feinsten Sprühnebel, den ich kenne. Es ist einfach wie ein, ja, angefeuchtete Luft. Perfekt. Aber das sind alle ihre Sprühköpfe. Also ich bin wirklich sehr verliebt in diese Dinger. Schon alleine in die Verpackung. Jedenfalls benutze ich den immer dann als Serum. Also von wegen morgens Gesicht waschen, duschen, Gesicht waschen, raus, das Zeug aufs Gesicht, dann liegt meine Tagescreme und so weiter und so weiter. Super!
Geil, ich liebe es. Und jetzt muss ich schon wieder unterbrechen. Das hat keinen unangenehmen Geruch, finde ich. Jedenfalls hat keine Parfümierung in der Richtung, sondern halt nach den Zusätzen, die hier drin sind. Ich mag das sehr. Das kostet 80 und ein paar zerquetschte. Und als letztes haben wir hier das, wie nennt sich das? Das Flaggschiff. Nämlich ein Gesichtswasser, was man benutzen kann, um sein Gesicht zu befeuchten, wenn man Trockenheitsgefühle hat, einfach um seiner Haut was Gutes zu tun und überhaupt. Das sind 100 Milliliter. Ich habe es schon in verschiedenen Formen in 30 Milliliter gehabt und ich liebe es sehr. Das ist mit Rosenwasser angesetzt und das riecht man auch daraus. Und auch das hat einen super Sprühstoß. Das ist 100 Milliliter, die Originalgröße. Und das kostet, sagte sie, 65 Euro. 65 Euro ein paar zerquetschte. Noch Fragen? Wisst ihr jetzt, warum ich die 109 Euro ausgegeben habe? Wenn man schon in Luxus schwelgen möchte. Die Sache ist halt, die drei habe ich schon alle ausprobiert und ich finde sie alle sehr gut. Und dementsprechend konnte ich dem nicht entgehen. Also auch das habe ich, aber das war jetzt nicht wirklich das, was mich interessiert hat. Mich haben diese drei hier interessiert. Das nehme ich als Tagescreme, das nehme ich davor. Und das nehme ich, wenn ich finde, dass meine Haut mal was Nettes haben möchte, zwischenzeitlich. Und vielleicht auch ein bisschen beruhigt werden möchte. Kein Alkohol drin, super. Die anderen drei Dinger hier sind quasi für mich Beilagen. Ja, die Luxusfrau spricht. Ja, also so sieht's aus. Vom Dings her, ne, alles gut. Nur eben ärgerlich, wenn man dann halt diese in offener Form und wenn man noch Pech hatte, hängt die Hälfte raus. Ich hatte Schwein, es ist nur ein bisschen leicht angedutscht, es ist nicht eingetrocknet. Aber wenn man dann auch so rechnet, ungefähr um die 20, 25 Euro für das Zeug, ist das schon ein harter Schlag, wenn das nicht in Ordnung ist. Und das hätte vermieden werden können, wenn es vernünftig verpackt gewesen wäre. Von den, ne? Abgesehen, dass sie das nicht vernünftig eingepackt hatten und auch da die Umverpackung, also um beide die Umverpackung fehlten, ob da welche ist, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher und bei dem auf jeden Fall, weil es ist eine Full Size, sagte sie mit Wucht. Ja, 50 Milliliter. 83 Euro oder 110 normalerweise. Da sollte man davon ausgehen, dass es dann dafür eine Verpackung gibt, nicht wahr? Gut. Das war mein Wort zur Box. Vielleicht hat es euch interessiert. Und ich befürchte, ich muss das als YouTube-Buch lesen, laden. Ha? Ich rede die ganze Zeit und es ist fast 20 Minuten. Nun ja, was soll man machen? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.